Laut Meldungen aus dem Iran ist im Südwesten des Landes ein türkisches Privatflugzeug abgestürzt. Es sollen sich 11 Menschen an Bord der Maschine befunden haben. Das Unglück ereignete sich in der Provinz Chahar-Mahal während eines Fluges von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Istanbul. Informationen über Verletzte liegen nicht vor. Die Absturzursache ist unbekannt.